So, willkommen zurück, Leute. Es ist wieder Zeit. Stageneers. Und zwar habe ich euch ja gesagt, will ich die Filtration hier noch fertig machen. Den Batterieraum. Ich mache mir immer noch Gedanken. Ich habe jetzt mehrere Ideen, aber ja, ich bin immer ein bisschen unschlüssig. Ne? Ich bin da immer unschlüssig, wie ich es mache. In erster Linie brauchen wir jetzt erstmal den Gasmixer, dass wir wieder schweißen können. Können wir sogar gleich bauen. Sehr schön, sehr schön. Also ich brauche einmal den Gasmixer und dann brauche ich ein aktives Ventil. Ne? Ressourcentechnisch sieht es halt auch schon wieder richtig mau aus. Also da muss ich dann auch erstmal wieder ein bisschen farm gehen. Man kennt es. Den baller ich mir jetzt einfach mal irgendwie hier mit hin. So, vielleicht. Ja. Den baller ich mir einfach mal so mit hin. Dann brauche ich noch mal eine Füllstation. Füll? Nein. Wo ist das Gedöns? Da, Kanister Storage heißt das Ding. Habe ich doch gemeint. So, dann kommt das mit hin. Und dann brauche ich halt diesen Ice Crusher. So, einmal das und dann noch den Ice Crusher einmal. Sup. Den Ice Crusher kann ich ja gar nicht aufbauen, weil ich nicht schweißen kann. Ne? Kommt mir gerade. Den kann ich ja nicht bauen, weil ich nicht schweißen kann. Ja, da habe ich jetzt echt ein bisschen dezent ein Problem. Wie löse ich das? Ich hätte vorher darauf achten sollen, vorher reagieren müssen. Jetzt habe ich mir quasi wieder unnötig Steine in den Weg gelegt. Ja gut, dann muss ich da einfach zwei Active Vents hinklatschen und muss das quasi so machen, dass ich dann einfach Volatiles und Oxide da drauf lege, in der Hoffnung, ja, da zieht natürlich die Umwelt dann auch mit ein, die Umweltluft, ist klar. Oder ich müsste das an die Filtration anstecken und die Filtration fertig machen und dann kann ich nämlich die anderen Gase rausfiltern, außer die zwei Gase, die dann in meinen Mixer reinlaufen. Wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, so mache ich das auch. Es nützt alles nichts. Also muss das noch warten mit dem Schweißen. Ich muss jetzt erst die Filtration fertig machen. Und wenn ich die fertig habe, dann brauche ich eine Wrench. Und wenn ich die fertig habe, dann kann ich dann... Naja, ich mache das so, das sinnvoller kommt. Die Geduld und die Zeit müsst ihr mitbringen. Aber das bekommen wir alles gemeinsam hin. Wie gesagt, ich hätte vorher schalten müssen, hätte es vorher bauen müssen. Das war wieder etwas dümmlich von mir. So, okay, es wird hell, das ist schon mal gut. Hier brauche ich auf jeden Fall noch ein paar Walls. Die können wir mal komplett produzieren. Und dann muss ich nochmal eine Runde farmen gehen. Oxide habe ich ja noch ein bisschen was, Volatiles brauche ich nochmal. Ich brauche auf jeden Fall Gold, Kohle, Silikon, Kupfer. Von allem etwas. Und irgendwie ist das auch sehr rar hier auf dem Planeten. Gold habe ich schon sehr viel gefunden.
Also zumindest nicht abgebaut, aber zumindest Stellen gefunden. So, also ich mache jetzt kurz meine Farmrunde und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. So, bin ich wieder zurückgekehrt. Ich habe irgendwie auch irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass, ich weiß nicht, die Nächte länger sind als die Tage. Geht immer rasant schnell vorbei. Naja, das Geräusch des Lebens. So, wie sieht denn das hier aus? Ja. Düt, 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 düt. Dann sollte ja die Batterien erstmal ein bisschen voll pumpen. So, ich habe hier nochmal einiges an Walls jetzt produziert. Die können wir erstmal hier irgendwie mit reinpacken. Was habe ich denn hier? Flat Walls. Die Flat Walls, die könnten wir eigentlich hier schon mal gleich verbauen. Und zwar Plating. Los gucken. Von links nach rechts, jawohl, das passt. So. Wobei das eine. Packe ich erstmal da vorne hin, oder? Na komm, wir lassen den Aufwand. So, also. Wir brauchen auf jeden Fall mal wieder Silikon. Dass wir unsere Tanks fertig machen können. Wieder nicht heiß genug. Sollte eigentlich reichen. Gut. Wir haben jetzt vier Tanks, sechs Stück brauchen wir, ne? Oder fünf? Fünf oder sechs? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück. Also sechs Tanks brauchen wir noch. Ach ja, schön, schön, schön. Also sechs Tanks brauche ich noch. Das heißt, wir brauchen noch zwei. Ne? Nach Adam Riese. Gut. Dann werde ich wahrscheinlich mal kurz. Das mal kurz einlagern, das ganze Gedöns. Dann brauchen wir ihn hier noch, den Gasmischer und den Ice Crusher, den nehme ich jetzt einfach mal von da hinten und tue den quasi zweckentfremden. Ey, es braucht einfach so viel Silikon, also Silizium, das ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn, was diese Tanks an Silizium fressen. So, dann brauche ich dann noch zwei Atmospherics dazu, ne? Baue ich die eigentlich hier? Ne, die baue ich auch im Pipe-Dingens-Gedöns hier. Genau, das heißt, ich muss jetzt hier den Wasseranschluss kurz irgendwie kappen. Das Rohr lege ich dann einfach ganz professionell nach außen. Hauptsache, ich kann kurz das Ding füllen. Vielleicht soll ich noch einen Druckregulator hinbauen. Oder? Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. So, das reicht. Pflanze ich die gleich mal hier drüben hin. Einmal, zweimal. Genau, schick. Dann brauchen wir zwei Atmos. Dafür brauche ich ja wieder Kupfer. Mal den. So. Eisen brauche ich auch wieder.
So, das Eisen hier mit reingepackt. Genau, dann stelle ich die Atmos auf. Und dann muss ich, wie gesagt, hier... Ich muss es jetzt so machen, weil... Ja, sonst... Machen wir da jetzt ewig dran rum. Und das ist nicht Sinn der Sache. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal hier das Rohr ab. Dann bauen wir das Rohr einfach mal ganz professionell hier runter. So, dann hier den Pipe Mixer dran. Pipe Mixer, Gasmixer. Einmal so, jetzt habe ich natürlich den Stromanschluss in der Erde. Ist auch nicht schlecht. Sollte ich aber rankommen. Ja, komm, ziehen wir jetzt. Ja, kann ich von der Seite wieder nicht machen. So, jetzt baue ich den einfach mal hier dran. Es ist nur die Frage, weil er mir das ja wahrscheinlich jetzt auf beide Rohre gleichermaßen verteilt, ne? Das Gas. Aber er zieht sich ja dann das raus, oder? Macht das, funktioniert das, weil ich es hier vorhab? Ich mach's anders. Wir machen es anders. Wir machen es raffinierter. Und zwar. Hin. Dann das einmal so rumgedreht. So. Dann. Schalten wir den ein. Jetzt haue ich mal hier dieses Oxide rein. So. Jetzt habe ich ja das Oxide in dem einen Rohr schon drin. Das heißt, ich kappe jetzt dieses Rohr. Und dann sollte ja in diesem Rohr jetzt noch dieses Oxide drin sein. Jo. Sehr gut. Und dann baue ich einfach nochmal ein Rohr so, so und setze das hier dran. Und dann ist in dem Rohr quasi das, die Volatiles. Und dann kann ich das sauber durchmischen. Brauchen wir mal Pipes. Zwei, drei Stück. Brauchen wir mal drei Stück. Und dann sollte das Ganze aber auch funktionieren, denke ich. Einmal das. Das heißt, wir haben jetzt hier... Jetzt weiß ich nicht, welches Rohr welches ist. Aber das müsste ja das erste sein, oder? Dann zeigt er mir das jetzt wieder nicht an. Spiel. Input, ja, Input ist gut. Input 2. Okay, das wollte ich wissen. Also, in Input 1 haben wir Oxygen drin, das heißt da 34%. Das heißt, wir regeln jetzt hier auf... Halt andersrum. So, auf 33%, ja. Ich hoffe, mir knallt das Ding hier nicht um die Ohren, aber ich denke mal, bei der Menge hier sind 7,3 Megapascal drin. Ja, das reicht easy. Ich hoffe nur, dass mir nahe der Kanister nicht um die Ohren fliegt. Das wäre etwas dümmlich. So, jetzt haue ich hier mal noch die Volatiles komplett rein. Lasse ich jetzt einfach mal an und in der Hoffnung, dass es jetzt funktioniert. Das heißt, hier das Ding reingepackt. Einschalten. Es tut sich schon mal was, das ist sehr gut. Ah, komm her schnell, komm her.
Ja, sieht doch gar nicht schlecht aus. Aber er mischt mir das N2 in das O2 mit rein. Warum machst du das? Warum machst du das? Warum mischt er mir jetzt das N2 in das O2 hier mit rein? Ach, weil das hier mit drin ist, ja klar, logisch. Warte mal, ich habe doch hier schon eine Mischung quasi drin. Ich habe doch hier schon eine gute Mischung drin. Ach, dieses Spiel, ne? Dieses Spiel. Ich weiß nicht, ob es funktioniert jetzt. Wir testen es einfach mal. Tablet, du gehst aus und du gehst hier rüber. Und jetzt wollte ich ja hier, jetzt haben die Atmospherics. Jetzt brauche ich den Ice Crusher, den hatte ich ja schon vorbereitet. Ah, das bringt mir nichts. Das ist ja genau der gleiche Käse wie da drüben dann auch. Ich muss ja eigentlich nur die Volatiles durchcrushen, dann hätte ich es ja eigentlich schon. Ach ja. Wir schweißen jetzt einfach mal was. So, und zwar nehmen wir die Steel Sheets und schweißen jetzt einfach mal hier drüben den Block. Jawohl. Okay, der funktioniert erstmal wieder. Das heißt, mit der Mischung kriege ich ihn auf jeden Fall betriebsfähig. Das ist in Ordnung. Bevor ich das jetzt abbaue, haue ich das jetzt einfach hier nochmal rein, das Gedöns. Nochmal das Tablet raus. Oh, das Ding auch einschalten, das funktioniert. Geht jetzt nur darum, dass der Schweißbrenner wieder funktioniert und wir weiterarbeiten können. Lassen jetzt mal so auf 8, 9 mpa. Die Megapascal und dann ist gut. So, dann passt das Ganze. 9006 Kilopascal. Ja, gar nicht schlecht erwischt. Gut, also dann können wir das ganze Gedöns wieder abbauen hier erstmal. Ich muss ja mein Inventar nochmal leer machen. Die Füllstation behalte ich mal, die brauchen wir dann sicherlich später wieder. Die Rohre brauchen wir gleich wieder, die können wir eigentlich auch kurz drinnen lassen. Die Sheets hier noch raus, so. Dann bauen wir den ganzen Mist wieder zurück. So, dann einmal den weggebaut. Können wir zumindest wieder arbeiten. Oh, halt falsch. Hier muss ich drauf. So. Gut. Packen wir das erstmal wieder in den Schrank hier rein. Ja, Batterien randvoll. Ja, gut. Ist wie es ist. Also, dann kommt hier noch eine Filtration hin und hier noch eine Filtration. Und dann sehe das Ganze doch mal ganz zucker aus. Ich habe jetzt hier bloß mal testeshalber mit normalen Rohren gebaut, um einfach nur ja, zu testen, ob es reicht vom Platz her, ob ich das alles richtig gemacht habe. Da bauen wir dann natürlich isolierte Rohre hin. Oh mein Gott. Air Tank Low, sagt er. So. Wie viel habe ich denn noch im Airtank? Ja, der ist richtig low. Airtank full. Full, mein Freund. So, dann brauche ich einmal was zum Essen und zum Trinken. Also das Essen ist wirklich, irgendwie haben sie da, ich weiß nicht, ob sie das nochmal gelevelt haben.
Das Essen ist wirklich, ja, geht gut runter. Also da hat man überhaupt gar keinen Stress beim Trinken. Ja, geht zügig runter, aber wie gesagt, mit dem Ice Crusher überhaupt gar keinen Stress mehr. Das passt. So, dann hätte ich das Gold. Das könnte ich. Nee, das will ich hier nicht einlagern, weil ich da keinen Stack habe. Gut. Also, da wäre zumindest mal das hier drüben erledigt. Das heißt, wir bräuchten jetzt auf jeden Fall isolierte Rohre. Ah, 50 Stücke, die kannst du easy durchschaffen. Ist okay. Genau, da hätten wir die Rohre. Dann wäre das schon mal erledigt. Dann gilt es darum, die Base zuzubekommen. Walls habe ich ja jetzt schon mal gemacht. Hier unten habe ich nur Frames. Und Platings bräuchte ich eigentlich auch noch ein paar. Ein paar könnte man noch gebrauchen. Die waren ja hier bei den Flat Walls mit drin. Stahl brauchst du. Oh mein Gott! Ich habe echt keinen Stahl mehr. Dann müssen wir nochmal Stahl herstellen. Dann muss ich natürlich nochmal Stahl herstellen. Ah, zu wenig Temperatur, ne? Wenn es so einfach wäre, wenn alles so einfach wäre. Ja. 900 bis. Ja, 900 Kelvin brauchen wir. Da liegen wir knapp drunter, leider. Und ich habe jetzt meine ganzen Volatiles verballert. Ich hole nochmal kurz Volatiles und dann machen wir nochmal Stahl. Bis gleich. So Leute, ich bin wieder zurück vom Farmen. Ich produziere hier gerade noch einen normalen Tank, einen unisolierten. Denn ich möchte diesen hier gerne dranhängen hier hinten, um quasi die Gase aufzufangen und nicht mehr in die Atmosphäre zu schicken, die aus der Furnace rauskommen. Und unisoliert einfach nur aus dem Grund, dass die Gase dann ein bisschen abkühlen können, ne? So, dann baue ich mir einfach hier mitten rein. So. Muss man das Ganze natürlich noch anschließen mit Pipes. Düdüdüd. Halt. Ja, nein, nein, nein. Alles gut, alles gut. Oh, Waste Tank Caution. So. Dann baue ich mir den einfach mal so hier hin. Das Ventil rein. Es müsste ja der Druck schon abgenommen haben auch, ne? Ja. So, Waste Tank Caution, sagt er. Dann könnte ich nämlich theoretisch noch eine Pumpe bauen. Vergessen zuzumachen, aber nicht eingeschaltet, sehr gut. Und zwar eine Volume Pump. Und dann brauche ich diese Füllstation. Gott, ey. So. Baue ich mal dahin. Dann einmal hier aus, einmal hier aus, einmal das Ding geschnappt. Die Pumpe sollte in diese Richtung gehen, bitte. So, dann müssen wir die noch anschließen. Wird heute wieder ein paar Minuten länger mit der Folge, ihr seht schon. Ist natürlich jetzt alles nur provisorisch aufgebaut, ihr wisst ja. Da ein T-Stück rein. Auch noch eine Pipe rein. Das ganze Ding auf Vollgas. Einschalten. Wo ist er denn, der Waste Tank? Hier oben ist er. Da.
Gut, der ist leer. Es ist zwar nicht viel, aber etwas. Und hier machen wir auch mal auf. Ja, gut, das sind jetzt nicht unbedingt Gase, die wir unbedingt brauchen, aber wir fangen sie einfach mal auf. So, wir wollten Stahl herstellen, das heißt, wir müssten hier auf jeden Fall nochmal Volatiles und Oxide reinschmeißen. Ein bisschen Feuerchen machen, ne? So. Zutaten haben wir schon drin und Stahl kommt heraus. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut. Wir brauchen den Stahl, glaube hier drin war es, oder? Ich möchte ihn bloß nochmal aufteilen. So. Dann packe ich mir nämlich hier noch zwei Stahlbarren rein. Den packen wir hier hinein. Und stellen diese Flatboards her. Und packen wir auch noch mit hier rein, komm. Gut. Oh mein Gott, ey. Ja, so ist das. In Station hier ist, da ist alles irgendwie low. Ich habe offscreen jetzt, by the way, noch meinen Lander komplett auseinandergenommen. Habe jetzt die ganzen Sachen, die ich nicht brauche, inklusive Kisten, habe ich jetzt einfach mal in den Recycler gepackt. Ja. Nur, dass ihr da auch Bescheid wisst. Gut, als nächstes gilt es, die Solarzellen zuzumachen, unsere Filtration an Start zu kriegen und dann können wir die Base zubauen. Jetzt baue ich hier Flat Walls, aus denen machen wir Scheiben. Und dann normale Walls habe ich jetzt nur 36, aber da brauchen wir auf jeden Fall auch noch mehr. Ja. Das soll erstmal diese... Ja, komm. So, die 40 Stück verballern hier, was wir an Stahl haben, soll er verballern. Wir haben ja noch mal ein bisschen Stahl. Okay, dann würde ich mich mit dieser Folge verabschieden. Sage vielen, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Abonniert gerne den Kanal, wenn es euch gefallen hat. Kommentiert fleißig weiter, Daumen nach oben. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bleibt gesund, euer Solution. Ciao, ciao.